Und damit wieder mal ein herzliches Hallo hier aus 7 Days aus der Wüste. Nicht aus unserer Wüstenbase, sondern an einem anderen geheimnisvollen Ort. Ich bin gerade dabei, hier die Wüste abzugehen, die ganzen Müllsäcke mal einzusammeln. Ah, hab ich schon ein bisschen was geschafft. Guck mal, wir haben schon 13 mechanische Teile. Ich weiß nicht, wie viel wir zu Hause haben. Ich kann es echt nicht sagen. Waren es 5 oder 6? Auf jeden Fall fehlt nicht mehr viel. Und ich muss ja eh die Zeit abwarten, bis der Händler aufmacht. Und da dachte ich, nutze ich das einfach mal und strolle hier durch die Wüste. Und ja, ein bisschen was ist ja zusammengekommen. Guck mal, überall sind hier noch Müllsäcke. Und Müllkisten. Da! 14, guckt. Haha. Das brauchen wir nicht. Ich glaube, jetzt haben wir endlich genug. Na gut, genug. Was? Oh, jetzt wird es aber Zeit, dass der Händler aufmacht hier. Oh ja, nicht so hektisch. Komm, das lernen wir. Ich kann nicht mal mehr was einstecken. Das ist echt die Hölle. Das brauchen wir nicht und das brauchen wir ja auch nicht. Komm, das scrappen wir und den Rest nehmen wir mit. So. Oh, ist gleich 4 Uhr. Wir haben es gleich geschafft. Ja, einfach nur so hier in der Weltgeschichte rumstrolchen kann auf Dauer auch langweilig werden. Aber wir sind ja Leute mitten im Ziel. Und Ziel ist es ja, mal zu schauen, wie einfach man sich ja so ein kleines Leben aufbauen kann. In der Wüste, so als Übung für die nächste Runde. Ah. War hier ab noch. Hey. War hier noch was drin? Nee, das haben wir leer gemacht. So, dann lasst uns mal gucken. Erstmal den ganzen Mist raus. Das Inventar ist gerammelte voll. So, das kann raus. Das wollten wir zum Händler. Das kann raus. Die Knochen. Hier. Kommen wir zum Kochen hier rein. Achso, das kann man ja nicht automatisch rüber zappen. Eieiei. Ah, jawohl. So, das kann mit rüber zum Händler. Das kann. Guck mal da. 20. Genau 20. Ha. Das kann mit zum Händler. So. B, die Werkbank. Werkbank. Macht keinen Sinn eigentlich, weil wir brauchen sie ja nicht, aber. So, wir brauchen 25 Eisen. Haben wir. Wir haben Klebeband. Hatte ich gemacht. Da. Klebeband haben wir. Und Nägel. Da. Da. Und Nägel. So, seht ihr? Nun können wir uns unsere Werkbank auch noch bauen. 5 Minuten. Jetzt übertreibst das Spiel aber. So, komm, wir packen das mal hier rein. Und dann gehen wir mal zum Händler und gucken mal, was wir für unsere tolle Mission bekommen. Ich weiß gar nicht, wann Händler-Reset war. Guck mal. Ich bin's wieder. Pflastersteine. Ja, und Kohle, da muss ich keine suchen hier. So, guck mal. Da und da und da und da und da und da. Naja, haben wir da wieder ein bisschen Taschengeld. Tag 151, ja. So, hast du irgendwelche Aufgaben? Wir wollten ja ein paar kleine Aufgaben hier noch machen. Was ist denn das? Stufe 4. Fort Chapa, nee, das ist zu weit draußen. So, Stufe 3, jetzt haben wir den vergrabene Vorräte. Nachtmission, vergrabene Vorräte. Nee. I've got some work for you. Home of Check Canada. Okay. You must have more guts than you can hang on your fence. Ja. Das sagt man zum Beispiel gar nichts. Seht ihr? Das ist ja das Ziel. Hier mal noch zu schauen, ob wir vielleicht ein paar Missionen gemacht kriegen, die wir so bisher nicht gesehen haben. Hier waren wir drin. So. Wie schaut es denn hier aus? Wir haben noch Essen, wir haben noch Trinken. Und dann packen wir das Zeug mal aus. So, das kann auch weg, brauchen wir nicht.
Ansonsten sind wir eigentlich soweit vorbereitet, oder? Wie lange braucht die Werkbank noch? Ah, 3 Minuten. Die kann ja in der Jackentasche fertig werden. Ja. Wir gehen derweil mal bei Check vorbei. Bim, 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 bim. Ja, ist eigentlich nur mal so, um ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. Weil mitunter fördert Blödsinn auch mal die Kreativität. Was? Uiuiui. Okay. Sagt mir jetzt nichts. Was denn für Post im Briefkasten? Nichts Gescheites. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir hier jemals gewesen wären. Oder doch? Also wir waren schon hier, aber nicht in der Staffel. Die Beute kommt mir nämlich bekannt vor. Habe ich das dran entdeckt oder erkannt, in welcher Ecke der jetzt gehangen hat? Ah, da stand das irgendwie anders. Naja, okay. Ja. Nachbarn. Aber wir nehmen einfach mal so ein bisschen Zeug mit. Hey, ich habe nicht mal Kaffee getrunken. Ihr dürft noch gar nicht kommen. Ich töte keine Rocker vorm Frühstück. So. Jetzt dürft ihr kommen. Bitte einzeln, bitte. Zieht eine Karte. Ja, wenigstens erstmal wieder Ruhe. Vorm ersten Kaffee machen die einen Heckmeck hier. Kaffeepulver. Oh, sogar ein richtiger Kaffee. Jetzt am Ende der Reise. Jetzt, wo wir eigentlich nicht mehr darauf angewiesen sind, gibt es richtigen Kaffee. Nicht, dass ich ihn nicht trotzdem nehme, aber. Und hier die Kochbücher. Oh, seht ihr, unsere Werkbank ist fertig. Ja. Ja, komm. Bestimmt ein Schatz drin. Ja, 13 Dollar. Immerhin. Hier ist keiner mehr. Sind alle jetzt schon unterwegs gewesen. Eieiei. Ja, komm. Und noch ein bisschen Power XP sammeln. Ja. So. Ja, wir haben ja alle Bücher schon. Ist ja egal. Komm. Lucky Luther. Ja. Bin er da? Nö. Dann sollen wir wohl hier hoch. Okay. Manchmal gibt es ja so direkt über der Tür so Ecken.
ihr habt mir auch noch gefehlt. Eine Wandergruppe. War doch klar, dass der explodiert. Im dümmsten Fall hätte es mich wieder getroffen. Wo bist du denn? Komm doch raus zum Spielen. Alle Treppen kaputt gemacht hier. Boing. Pff. Eieiei. Ach, ein Radau hier. Kleines Kämmerchen. Außen, hier waren wir drin. Da sind wir auch gewesen. Ich muss in einem Flur schlafen. Ist auch eine Schweinerei, oder? Das wünscht man doch seinem ärgsten Feind nicht. Aber die haben auch so eine schöne Badewanne wie wir. War aber schnell munter. Den immer den Rücken massieren. Zack. Ja. Legt euch nicht mit Asmo an. So. Lesen. Scrappen. Rausschmeißen. Scrappen, 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 rausschmeißen. Kartoffelsamen brauchen wir nicht. Das kannst du zerlegen. Ah ja, nimm mit. Das kannst du lesen. Versucht's unten aber einer wirklich mächtig doll. Was mich so irritiert, das gehört das die Garage nicht mit dazu. Oh, wir haben schon wieder Hunger. Lesen, lesen, nochmals lesen. Ja. Na komm. Oh, der hat sich Mühe gegeben, muss man mal so sagen. Der hat es bis hoch geschafft. So. Wo ist unser Motorrad? Hier waren wir drin. Da. Wollen ja zu Hause unsere Werkbank aufstellen. Mein Zuhause. Ich sage immer zu Hause, aber wir sind da ja gar nicht zu Hause. So. Oh. Mission 1 des heutigen Tages ist erledigt. Na, aber enge Verhältnisse hier. Alles von unserer Missionszeit ab. Ja, mal schauen, was wir an Missionen kriegen, die wir noch nicht kennen. Ja, wenn wir genug haben, haben wir genug. Dann fahren wir nach Hause. Ich meine, ins Richtige nach Hause. Aber ich mache es mal kurz meine Werkbank. Habe ich mir verdient. So. Werkbank. Zack. Naja, ein bisschen eng, aber cool. Dann können wir uns nämlich auch hier einen Schraubenschlüssel machen.
Klebeband, mechanische Teile, daran wird es scheitern. Aber was gab's denn noch? Schraubenschlüssel? Ein kleiner würde uns ja reichen. Und Schrauber? Schlagschrauber, puh. Naja. So. Das kommt bitte mit hier rüber. Dann, beziehungsweise das können wir ja gleich verkochen. Halt dich nicht so lange mit Unnötigkeiten auf, Asmo. Du hast keine Zeit. Rezepte, Wasser, zack. Kochen. Das kann raus. Ah, das kann der Händler kriegen, das kann er kriegen. Die behalten wir hier. Händler, Händler, Händler. Das brauchen wir nicht, das kann raus, Händler. Und noch irgendwas, was hier raus kann für einen Händler? Nö. Na los, komm ab. So, den Werkmann kann man schon mal. Ja, interessant, kriegt man eine Chemiestation zusammen? Naja, so, man muss es nicht übertreiben. Honig haben wir genug. Erste Hilfebände. Komm. Das ist gut für die Stimmbänder. Pass mal auf. Da. Da. You name it. Old Bob's got it. Nimm den Quatsch und nerv nicht, mein Freund. So. Was? Maximale was? Ich weiß es nicht. Von irgendwas. Ach, mechanische Teile hatten wir schon geguckt, aber wir können ja mal gucken. Raubenschlüssel. Nein. Tell your friends about me. Trader Bob. Ja. Beseitige Zombies. Nee. You're as worthless as a side. I've got jobs and you got time. Well, bless your fucking heart. Wir kennen die ja alle schon. Estners Residenz. Ja, klar, los. Naja, schimpf nicht rum. Ja. Ich hab in die Richtung. Ja, wir müssen ja mal. Da. Ach, ist gleich hier vorne. Da hätten wir hinlaufen können. Hester Residenzen, also Namen. Müssen wir gar nicht sagen. Was nennt die Residenz? Dann ist es eine Schrotthütte. Ja, mal gucken, vielleicht. Ja. Vielleicht findet man ja irgendwo einen Schraubenschlüssel. Ist schon so witzig, du brauchst, um einen Schraubenschlüssel zu bauen, brauchst du mechanische Teile. Und eigentlich brauchst du den Schraubenschlüssel nur, weil du mechanische Teile willst. Komm, pack mal hier rein. So. Ah, der Kaffee ist fast alle, essen müssen wir auch. Ein bisschen runtergewirtschaftet. Ja. Hey. Ruhig auf den billigen Plätzen. Habt ihr mechanische Teile drin? Nee, ne? Warum auch? Ihr seid ja im Krankenwagen. Aber ihr habt Medizin. Oh ja. Das Gebäude sagt mir was hier. Hier gehe ich nämlich immer. Kohle klauen, beziehungsweise war immer Kohle klauen. Wenn ich mal welche brauchte. War jetzt die Mission angenommen? Ja. Dann können wir einen Schrank kaputt machen.
Dachboden kaputt, oder? Ja, tadam, bam, bam. Weil so viele mechanische Teile wie die wollen. Ich habe ja schon mit den anderen so viel zu tun gehabt, die zu finden. Da hätte ich bloß mal meinen Schrauber mitgenommen. Noch ein Grillgitter, auch gut. So, die können weg. Die werden wir wohl pflanzen müssen, damit ich hier. Ja. Ah. Das wäre sozusagen der reguläre Weg gewesen. Hier ist nichts. Machen wir mal zu. Ja. Guten Tag. Ist noch eine Garage nebenan. Das zu. Hier waren wir. Oh, da geht's noch richtig in den Keller runter. Ja. Bitte. Komisch, aber keine mechanischen Teile. Hier oben welche versteckt. Aber in der Kiste sind welche bestimmt. Das Spiel mag mich nicht. So, hier waren wir da aber noch nicht durch, oder? Das Spiel hätte doch gesagt, wir sind hier oben lang. Hat es aber eilig gehabt. Schön die Kniescheibe kaputt. Zack. Ja, selbst dran schuld. Hallo? Warum kriege ich denn jetzt so viele Chrysanthemen? Also mir sind die Samen dafür. Oder gar nicht so viele Beete. Da liegt nur einer. Gibt noch was. Ach, ich erinnere mich. Da war doch das mit dem Rumhüpfen in den Ruinen. Jemand? Ist hier jemand? Nö. Tö. Da sind schon ein paar schöne POIs dabei. Und wenn man bedenkt, dass die am Anfang so schwierig sind, weil man hat ja nichts, man kann nichts, man ist nichts. Und ja, komm, braucht man alles nicht. Und Geld braucht man ja auch nicht. Ah, wartet mal, hier war das mit dem Kaputtgehen, dann bin ich nämlich hier. Zack, hä? Hey. Wenn man weiß, dass die Träger unten drunter sind, passiert ja auch nichts. Oh, was zu essen. Das kann raus. Komm, dann isst gleich mal und das kann weg. Wo ist denn in der Kiste? Ah. Lesen. Wir können alles mitnehmen. Oh, da unten. Sind noch zwei. Los, komm. Zack. Ja. So schnell kann es gehen. Ich kann mich daran erinnern, in A21 musste ich aus irgendeinem Grund alle Katzenbilder kaputt machen.
Das kann ja nicht der Zweck sein. Hier muss ich dann mal irgendwo runtergehen. Gibt es hier irgendwo einen Weg nach unten? Ihr werdet doch rein, dass ich irgendwas unten kaputt gegangen. Weil wenn wir hier runterfallen, irgendwie muss der wieder rauskommen. Tja, na los. Wir gucken mal in den Keller. Vielleicht ergibt sich das ja von alleine. Ja. Braucht kein Mensch, braucht kein Mensch. Das war nicht mit Absicht, junge Frau, das war ein Reflex. Brauchen wir hier irgendwas davon? Federn haben wir gesagt, brauchen wir nicht und die wollten wir ja scrappen. Komm hier mit. Na, guck mal, mechanische Teile. Zeichen und Wunder. Ja. Komm her. Da auch noch welche. Level up. 208. Ah, das Dumme ist der Level. Ah, hier geht's runter. Kaffee wirkt noch. Ja. Da ist nur Kohle. Da vorne am Eingang ist es kaputt gegangen. Bäh. Geh weg. Ja, ja, haben wir das da auch geschafft. Ja, vielleicht eine Idee. Mit meiner Game Stage in meinem Level einfach mal nur mit einem Holzknüppel durchgehen. Na komm. Einfach nur mit einem Holzknüppel durchgehen. Da habe ich nur eine lustige Sache, mal zu sehen, wie sehr man sich auf seine Werkzeuge verlässt. Was? Endloot haben wir ja schon. Na gut. In die Wand gerannt. So, dann können wir jetzt bestimmt hier aufmachen. Wo ist der Schalter? Gibt's nicht. Na gut. Dann gehen wir so. Hallo? Motorrad? Das parkt wieder hinterm Haus. Layout, was war denn das? Ja. Ach, jetzt Animal Hoarder ist das. Der Tiermessi. Das war auch cool. Habe ich das erste Mal so einen Schreiwolf gesehen. Drinne. Keine Ahnung, warum der dort drinne gespawnt ist. Weil der ja eigentlich in der Horde eigentlich das erste Mal gespawnt ist, in der zweiten. Aber wir haben ihn hier schon mal gehabt. Was hast du denn hier? Na komm, geh erstmal rein. 8:49 Uhr, wir sind gut in der Zeit. Wir haben die zweite Mission schon weg für den Tag. Harry. Zeig mal dein Inventar. Das darfst du haben. Das darfst du haben. Das darfst du behalten. Da habe ich noch, das Gitter kannst du kriegen und die kannst du kriegen und die.
Ja, und den Rest behalten wir. I bet your nose is so high in the air, you could drown in a rainstorm. I'd be Leber. Proud too. Good job. Und die nehmen wir für zu Hause mit. Gut. Hast du irgendwelche Aufgaben? So. I've got some work for you, and it's not too far over yonder. Zum Mac Elvin Residenz. Kenn ich nicht. Ja, ich bin gleich wieder da. Habt ihr mal gemerkt, dass ich jedes Mal da drüben dagegen renne, wenn ich da rausrenne? Jetzt, nachdem ich mir vorgenommen habe, mal richtige Wege zu gehen. So. 3 haben wir. Das ist... Guck mal, was wir für einen Müll hier ansammeln. Die Einser. Da braucht plus 6. Ah, also gut, da brauchen die Motorwerkzeugteile, die haben wir nicht. Aber die Wrench. Schraubenschlüssel in 1er. 4. Und wir haben 3. Na gut. Dann haben wir doch die nächste Aufgabe. So. Knochen kommen hier rein. Essen packen wir mal aus. Bis jetzt. Oh, hier ist auch noch so ein Ding. Und das kann raus. Und das kann raus. Jo. Nochmal was essen, vorsichtshalber. Kaffee. Hatten wir jetzt Schießpulver irgendwo noch? Ich sehe es nicht. Wir hatten doch irgendwo Schießpulver. Ah. Und Kaffee. Und noch Samen. Ein Kaffeepulver. Anbau. Mal gucken, ob wir es noch zum Beet machen können. Beet und Felder. Verfolgen. Was brauchen wir denn? Vergammeltes, Nitrat und Lehm. Lehm haben wir hier. Vergammeltes und Nitrat. Dann holen wir uns mal noch ein bisschen Lehm und dann machen wir uns hier mal noch ein paar. Mal gucken, wenn der Graben so tief ist, dass die Zimbos hier nicht wieder rauskommen. Wie mit Lineal und Dreieck gezogen hier, die da graben. Ja. Badam. Bei der Kloake. So. Beete und Felder, wie viel können wir machen? 7 Stück? Dann mach 5. Dauert. Die Minute warten wir und dann pflanzen wir das Zeug wenigstens noch an. Nee, die brauchen wir. Und dann kann ich mir nämlich hier Kaffee machen. Dann nehme ich mal den mit für unterwegs, dann hebe ich mir den ein bisschen für gut auf. So, Wasser haben wir. Hier ist auch noch Kaffee. Ah ja, wir kommen schon irgendwie über die Bühne, über die Runden. Ach so, Eintopf. Penner-Eintopf. Ich mag den irgendwie. Wasser haben wir. Haben wir Tierfett? Wir haben Tierfett. Wir haben Moskitos, wollte ich fast sagen. Wir haben hier. Wir haben Kartoffeln. Und wir haben noch Gammliches. Und Wasser ist drüben drin. Ja, seht ihr? Penner-Eintopf. 12 Stück. Also eigentlich alles zum Überleben hier. Verstehe gar nicht, warum die Leute alle so mal denken, das ist schwierig. Kann ich gar nicht verstehen. Entschuldigung. Ah ja, manchmal geht es so ein bisschen mit mir durch. So. Eins fehlt noch, ne? 2 sogar. Na ja, komm. Bis das fertig ist, wo war denn jetzt der Lehm drin? Da. So. Meine Beete sind fertig. So. Eins hier, eins da. Und damit wir hier nicht jedes Mal runterfallen,
schaffst es, gib dir Mühe. Was ist das für eine komische Kante hier? Da. Das sind manchmal so Dinge. Keine Ahnung, wie die Funpimps das produziert haben. Ja, ich kann ja mal rütteln, wie ich will. Ich krieg das Ding nicht weg. Jetzt geht alles von meiner Missionszeit ab. Jetzt ist es. Wer weiß. Na komm, das kann man später machen. Pack mal den ganzen Mist hier rein. Ja, die Blöcke auch. Da. Den pflanzt man. Den pflanzen wir noch an. 1, 2, 3, 4, 5. Super, Kaffeeanbau. Haben wir alles? Ja. Tür zu, Affe tot. Wir haben eine Aufgabe. Naja, das ist 10 Uhr. Die dritte Mission. Irgendwie konzentriert sich das alles hier hinten in der Ecke, habe ich das Gefühl. Eine Keule. Wollen wir uns den Spaß mal machen? Heute machen wir mal noch hier auf schnell. Und für morgen machen wir mal eine Runde, da mache ich mir extra nur 5er Knüppel. Mal sehen, wie lange wir da brauchen. Okay? Ich bin dabei. Und eine Steinpicke. Ist ja eklig hier unten. Ich hoffe, das ist normales Leitungswasser und keine Kloake. Aber cool gemacht. Das ist ja der Grund, warum ich die ganzen nochmal durchgehe. Damit man mal sieht, was es sonst noch so gibt. Meine durch die großen rascht man dann immer einfach so durch. Da gibt es dann keinerlei Wertschätzung mehr für die Details. Steigt das Wasser? Nee. Ah, da steht da oben. Jetzt hast du doch nasse Füße. Jetzt sogar einen nassen Rücken. Spiel meint's echt gut mit Kochbüchern, oder? Tanga. Ja, was Schönes im Schrank? Nee, ne? Ja, Heizkörper. Da habe ich einen. Aber auch in der letzten Staffel mehr abgeschraubt als jetzt. Irgendwie haben wir jetzt immer so viel Munition gehabt zum Schreddern, dass ich wirklich kaum gezwungen war, irgendwie Heizkörper zu sammeln. Und wir haben
einiges an Munition verpulvert. Das kann ich sagen. Also für jede Horde, also die letzten Horden waren jeweils 6.000 bis 8.000 an Munition. Gut. Da habe ich auch nicht gegeizt. Das darf man ja nicht vergessen. Dafür habe ich während der Mission so viel gespart. Und das kannst du auch noch essen, da ist es weg. Oh, und den Mist schmeiß mal raus. So. Auch so mechanische Teile, die ich eigentlich will. Irgendwie nicht. Hallo? Ist noch eine Mülltonne. Ah ja. Hier waren wir. Oh, ist das neu? Riesensauerei. Bitte. Richtig gewaltig, Econ. Ja. Auch was zu lesen, was zu scrappen. Ja, da, komm. Ist das mal dann. Ist weg. Ja. Okay. Auch jemand hier? Hallo? Er wollte nur seinen Bruder beschützen. Ja. Da kam das Nachbarzimmer, seht ihr das? Da ist einfach hier außen ringsrum gerannt. Nur Gammliches und immer dasselbe. Nicht so schnell hier. Muss doch noch meinen Schatz mitnehmen. Jetzt hier alles? Klowasser getrunken? Ja. 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 Aber? Wie? Haben sie dich alleine hier vergessen? Haben sie dich hier alleine gelassen? Na gut. Komm, dann erstmal die einfach mal. So ein paar Vitamine können die schaden. Ist ja nicht, dass wir irgendwas jetzt dringend bräuchten. Außer mechanische Teile natürlich. Und die können wir scrappen und... Irgendeiner tritt und nicht unter durch. Ding, ding, ding. Elektrische Teile haben wir natürlich auch noch keine. Gut, ich habe jetzt nicht vor, irgendwas Elektrisches zu bauen, aber... kann nicht mal so einen Verband nehmen, weil ich sozusagen unsere
Mein Nitrat haben wir doch zu Hause genug. Ja, der Nitrat hatte ich nämlich noch gesammelt gehabt. Und Steine finden wir auch. Da. Ich kann den Verband nicht nehmen. Doch, da. Komm, wir tauschen mal. Ups, jetzt war das Bild kurz weg. Falls ich das vergessen sollte oder übersehen sollte beim Rausschneiden, bin aus Versehen aus dem Spiel getappt. Passiert mir heutzutage öfter mal. So, ne. Liegt bestimmt am Alter. So, hier waren wir. Hier waren wir auch. Wo bist du denn? Hallo? Die Türen sind offen, junge Frau. Hat da bloß keiner gesagt. Naja. Briefkasten. Haben wir gelesen. Ah, mechanische Teile. Naja, wenn das doch nicht ein gutes Zeichen ist. Ja. Was können wir denn mal hier reinpacken? Essen heben wir mal auf. Die Verbände können wir aufheben. Und der Rest, die Teile, das. Ein bisschen davon werden wir ja bestimmt noch brauchen. Händler. Das heben wir auf, das heben wir auf. Ja, kann auch der Händler kriegen. Auch was für ein Handyman. Vielleicht will er das ja haben. So. Gut. Nein, nicht, hau doch nicht für deine eigene Kiste. Macht man doch nicht. Ja, das war jetzt mal so eine kleine gemütliche Sache. Ja. Der Einfahrt nicht geschafft. Ja, also das wäre ein schöner Startort gewesen. Mir hätte es sozusagen theoretisch gefallen. Ja. Your jet ain't bragging if you done it. Here's your pay. Ja, gut. I got vehicles so slick, they make the Roadrunner jealous. Das kannst du kriegen, das und Rest behalten wir. Indy, genau. Hast du irgendwelche Aufgaben? So, wir waren bei Stufe 3, da haben wir alle soweit, ne? Die kennen wir. Well, you're as worthless as teats on a bull. Begrabene Vorräte müssen wir nicht machen. Ein Stromzufuhr wäre Jack's Lumbermill, kennen wir auch. Nächste Stufe ist aber alles hier. Fort Chopper, waren wir. Die Savislak-Residenz. If it gets too nasty, get the hell out of there. It's better to live and fight another day than to die for a few dukes. Ja, ja. Ich würde sagen, haben wir doch unsere Aufgabe für morgen. Oder für die nächste Runde. Wir sind jetzt bei, war das jetzt die dritte oder die vierte? Ich habe vergessen, wie zu zählen. Na. Beim Videoschnitt werde ich das ja dann sehen. Cool. Dann packe ich mal unser Zeug hier aus. Going. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu einer weiteren Runde. Hier nochmal. Ja, ich würde sagen, wir machen hier mal noch ein bisschen. Mal gucken, was wir so in Masse schaffen. Wir haben es jetzt in-game 12 Uhr. Da schaffen wir noch 1-2 Missionen. Mal sehen. Nach Hause gefahren sind wir dann schnell. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen, für euer Interesse. Und ich gebe ab in die nächste Runde und dann schaffen wir da auch noch ein bisschen was. Gut, in diesem Sinne, bis dahin, Tschüssikowski und bye bye.